Die Geografie unseres Planeten ist in ständiger Bewegung. Jeder Kontinent hat den Globus schon auf einer oder mehreren tektonischen Platten umrundet und sich mit der Zeit dramatisch verändert. Heute konzentrieren wir uns auf Nordamerika und darauf, wie seine bekannten Landschaften über hunderte Jahrmillionen entstanden sind. Die Geschichte beginnt vor ungefähr 750 Millionen Jahren. Der Superkontinent Rodinia wird instabil, zerreißt an der heutigen Westküste Nordamerikas und bildet den Panthalassa-Ozean. Hier siehst du den Urkontinent Laurentia, der im Laufe von hunderten Jahrmillionen durch Kollisionen mit zahlreichen Inselketten wächst. Jetzt befinden wir uns 400 Millionen Jahre in der Vergangenheit. Vor der heutigen Ostküste bewegt sich die massive afrikanische Platte nach Westen und schließt so den uralten Iapetus-Ozean. Schließlich kollidiert sie vor 250 Millionen Jahren mit Laurentia und die beiden formen den Superkontinent Pangaea. Der enorme Druck verursacht das Falten und Auftürmen von Gestein, wodurch die Appalachen gebildet werden. Spulen wir etwas vor. Etwa 100 Millionen Jahre später bricht Pangaea auseinander und öffnet den Südatlantik zwischen der neuen nordamerikanischen und der afrikanischen Platte. Wir spulen weiter vor. Die Farallon-Platte bewegt sich nach Osten und trifft auf die heutige Westküste. Die größere Dichte der Farallon-Platte führt dazu, dass sie unter Nordamerika abtaucht. Das nennt sich Subduktion. Dabei gelangt Wasser in den mit Magma gefüllten Erdmantel. Dadurch sinkt der Schmelzpunkt des Magmas und es steigt in die darüberliegende Platte auf. Aus einer unterirdischen Kammer wandert das Magma nach oben und bricht entlang einer Kette von Vulkanen aus. Das unter der Erde verbliebene Magma kühlt ab und kristallisiert zu Gestein, wie den Granit, den man heute im Yosemite-Nationalpark und in den Bergen der Sierra Nevada findet. Dazu kommen wir aber später. Vor 85 Millionen Jahren verflacht die Farallon-Platte, wodurch sich der Vulkanismus nach Osten ausdehnt und schließlich endet. Durch die Subduktion der Farallon-Platte wird Nordamerika zusammengedrückt. Dabei entstehen Gebirge wie die Rocky Mountains, die sich über fast 5000 Kilometer erstrecken. Kurz danach trennt sich die Eurasische Platte von der nordamerikanischen und der Nordatlantik tut sich auf. Wir spulen weiter vor. Das Colorado-Plateau hebt sich an. Wahrscheinlich wegen aufwärts gerichteter Mantelströmung und einer verdickten nordamerikanischen Platte. Jahrtausende später wird der Colorado River aus diesem Plateau den Grand Canyon formen. 30 Millionen Jahre vor unserer Zeit sinkt der Großteil der Farallon-Platte in den Erdmantel ab. Es bleiben nur kleine Teile zurück, die weiterhin subduzieren. Die pazifische und die nordamerikanische Platte konvergieren und eine neue Grenze entsteht, der San Andreas-Graben. Hier bewegt sich Nordamerika nach Süden und reibt dabei an der pazifischen Platte, die sich nach Norden verschiebt. Diese Plattengrenze existiert noch heute und bewegt sich pro Jahr etwa 30 mm, was gelegentlich zu verheerenden Erdbeben führt. Außerdem zieht der San Andreas-Graben den Westen Nordamerikas entlang der breiten Bruchzone auseinander. Diese Region wird als Basin and Range Province bezeichnet. Sie ist durch Hebung und Erosion für die Freilegung des einst tiefliegenden Granits von Yosemite und der Sierra Nevada verantwortlich. 15 Millionen Jahre später. Magma aus dem Erdmantel brennt ein riesiges Loch in den Westen Nordamerikas, was zu regelmäßigen Eruptionen an der Oberfläche führt. Dies ist heute der Hotspot, der den aktiven Supervulkan unter dem Yellowstone-Nationalpark speist. Sollte er nach 174.000 Jahren wieder ausbrechen, könnte das den Großteil des Kontinents mit Asche bedecken, den Himmel verdunkeln und die Menschheit auslöschen. Der Yellowstone-Supervulkan ist nur eine Erinnerung daran, dass sich die Erde unter unseren Füßen bewegt. Seine beweglichen Platten halten den Planeten im ständigen Wandel. Wer weiß, wie sich die Landschaft Nordamerikas in den nächsten hunderten Jahrmillionen verändern wird, wenn sich der Kontinent langsam in etwas noch Unbekanntes verwandelt. Wenn du es liebst, ständig etwas zu lernen, dann abonniere unseren Kanal. Wir veröffentlichen neue Videos zu allen möglichen Themen, von der Weltgeschichte aus der Sicht von Katzen bis zu dem, was nötig wäre, um auf dem Mond zu leben. Bleib neugierig, bleib informiert.